Weiter geht's mit Pokémon Schwert. Und wir sind in Zitrusheim gekommen. Ja, das Team steht fast komplett. Es ist nicht mehr viel zu tun. Und heute kunden wir uns hier mal in dieser kalten Stadt um. Ein Waggon. Okay. Ich habe ja mal sagen lassen, Pokémon fühlen sich in Pokéball und in Boxen. Pudelwohl. Ja. Schön cool. So. Ich habe so viele Kämpfe gesehen. Ich erkenne starke Trainer Pokémon auf einen Blick. Du und deine Pokémon kommen mal richtig groß raus. Ja. Als Taxi fliegen wir mal durch die Gegend. Da hat sich mein Kramor an der Pause redet. Ich verliebe. Ja. Das ist definitiv. Halt. Ich wollte eigentlich doch die junge Dame, die da links stand, noch anquatschen. Dann kriegen wir noch was Schönes. Die Frau am Empfang hat sogar alle Pokémon in den Boxen. Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Ich bin der Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Nicht. Warte. Aber gut zu wissen, mit dem kann man Attacken verlernen und erlernen und alles drum und dran. Aber was ich eigentlich schon die ganze Zeit mal gemacht haben wollte. Haben wir hier eine Boutique irgendwo noch in der Stadt? Ich würde mir ja gerne mal irgendwie neue Klamotten zulegen. Oh, ich würde gerne hier eine Troppo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt dafür, um im hohen Gras herumzuschleichen und Pokébälle zu werfen. Würdest du denn ein Gelatroppo gegen mein Geotest zu tauschen? Das würde mich sehr glücklich machen. Weil ich keins hab, aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt ein bisschen resettet hat. Weil ich eigentlich hier auf dieser Route hier unten eins fangen müsste. Nur Schnecke ist nom nom. Oh, jetzt die Luft, noch gar nicht. Das haben wir noch nicht gesehen in der letzten Folge. Da haben wir ja ein bisschen hier gefangen. Oder der letzten Folge eigentlich eher alle. So, mal gucken, mal den Superball mal gucken. Die ist so gefangen. Natürlich nicht. Ist doch eh nicht viel. Jetzt, weil wir gerade eigentlich heute mal über die Folge, heute sind wir erkunden. Aber die Arena heute gemacht bekommen, weiß ich noch nicht. Okay. Hier sind. Und da. Das ist zu. So, okay. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge heute schneide. Oder wie lange ich die Folge heute schneide. Ich mache heute nicht. Okay. Also, ich habe eine halbe Stunde, wenn wir heute nicht machen. Schon mal drin. Vielleicht sind wir mit dem Ball, bitte. Nummer 3 und 3. Diese Wörterhund. Ich glaube, so ewig haben wir auch nicht mehr ein bisschen. Zu den 100 Pokémon. Ich hätte schon eins, okay. Ich hab nicht so weit gedacht. Hab ich denn eins gefangen? Große Frage. Achso. Okay, das haben wir ja schon. Das ist ja unser letztes Team, die wir noch gefangen haben. Eins fehlt noch. Und das machen wir bald, wenn wir diese Stadt verlassen dürfen. Ja gut. Dann müssen wir das ein andermal machen. Danke, das wäre wichtig. Okay. Gut, die Seite müssen wir noch abarbeiten hier. Was hast du zu bequatschen? Ah, mein Klopfenbrust war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt wollig warm. Klopfen was? Okay. Ja, es sind nur noch zwei Arenen, drei Arenen haben wir noch. Es ist schon seltsam, wie sehr einem das Flackern einer Flamme beruhigen kann. Cool, das war Lichtel. Du hast zwei Lichtel gehabt. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben auch eins irgendwo in der Box liegen. Ich wollte mir die Haare eigentlich nur ein kleines bisschen kürzer schneiden lassen. Ja, das ist ein bisschen sehr kurz geworden.
Wohntherme. Ich habe gehört, diese heiße Quelle gibt es schon seit Urzeiten. Durchaus machbar. Das ist das reinste Paradies. Ja. Ah, wir haben jetzt immer zwei Challenger angetan. Bob und Mary. Okay. Oh, das ist nett. Dankeschön. Draco-Meteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll es dir allen deine Pokémon beibringen? Gut, dann wähle bitte aus, welche Pokémon ich die Attacke beibringen soll. Ich glaube, es ist nicht möglich. Doch, theoretisch wäre es möglich bei FM. Aber ich will es eigentlich auf mein letztes Pokémon versuchen zu setzen. Da wir uns auch ein Drachen-Pokémon zulegen werden. Ich verrate aber nicht, welches. Dauert nicht mehr lange, aber... Ah, ist das ein Sublikat, das auf dem Relief abgebildet ist? Sieht mehr wie ein Wolf statt der Katze aus, aber... dies ist die historische Heron-Therme. Der Held will einzeln gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. Ja, das ist ja das, was auf dem Schild auch stand. Es gibt viele, die sich an Pokémon-Kämpfen freuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren würde, doch dann hat mein Pokémon plötzlich eine Volltreffe gelandet. Ja, das passiert manchmal. Und da kann auch Kämpfe doch so gut vorbereitet sein, am Ende entscheidet doch oft das Glück. Oh ja, ich erinnere mich, letzte Saison. Oh, was ist das? Ein Eis? Aber die sterben alle 50. Eisbär. Also Eissperr. Cool. Ja, sag ja, manchmal lohnt sich das durchaus hier durchzugucken. Der Steinboden ist kühl, deswegen sammelt sich darauf schnell Schnee an. So. Hab ich auch abgearbeitet hier. Nehmen wir das Restaurant hier noch mit. Das ist hier so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um hierher zu kommen. Wer richtige Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Was? Du redest beim Essen über die Arbeit? Willst du dir eine Mahlzeit verderben? Das ist wirklich unglaublich lecker. Ich will das auch so gut hinbekommen. Dann könnte man Pokémon auch mal davon kosten. Ah, das ist perfekt gebraten. Das ist saftig und hat bis der Koch wird wieder groß. Das wird. Das ist ja Dollarwand-Tippi, stimmt's? Ich dachte, ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Okay. Dann haben wir das auch. So. Oh, da ist noch was. Vielleicht hab's hier einen Spezialangriff. Ich schau mir die Kämpfe zu erinnern, leider das immer von dem Monitor im Stadion an. Die Kälte drückt auf meine Stimmung. Da glaube ich, das ist deutlich besser. Ich speichert nämlich umso mehr Kraft, die Kälte es ist. Ja, hallo, diese Frau hier ist ja. Ist ja normalerweise das ist ein Feuer-Pokémon. Ja, wir haben tatsächlich sogar eine Boutique. Und ich gehe mich mal umziehen. Also, ich würde mir mal neue Klamotten kaufen. Weil, das ist irgendwann langweilig. So. Was haben wir denn Schönes? Achso, ich muss hier. Was haben wir denn Schönes für? Kampf. Fee. Nee, danke. Okay. Willst du dich irgendwelche fertigen Outfits? Ja. Nee, Fee, wie gesagt, nicht. Das ist nicht meins. So, aber ich guck mal gerade, was haben wir denn nicht? Haben wir nichts wirklich? Ich nehme das Sportüberteil Feuer. Weil ich irgendwie eine...
bitte. Gut, dann lauf mal so rum jetzt. Passt soweit. Gut, dann geht's weiter. Dann haben wir Geld, haben wir ja genug gehabt. Und hier ist noch ein Haus, was wir noch nicht besucht haben. Ich liebe es, mit meinem Pokémon eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Okay. Schneeballschlacht ist immer gut. Wenn es Abschnee gäbe, könnte man noch viel mehr draußen spielen. Das ist nun mal kalt. Wer bist du hier? Ah, Drachen-Pokémon sind schwach gegenüber dem Typ Eis. Sie sind wohl sehr kälteempfindlich. Was? Ja, ja. Wahrscheinlich. Das muss doch ein richtig krasses Erfolgserlebnis sein, wenn man seinen Pokédex vervollständigt. Ja, ich habe es tatsächlich auch bis jetzt nur einmal geschafft, seit ich Pokémon spiele. Das war mal Pokémon Gelb. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß noch nicht, ob wir es hier machen. Glaube ich ja nicht. Hier gibt es genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Ich habe nur noch abzuwarten, ob es sich zu Flunter oder frostiert entwickeln wird. Ja, das liegt vor allem im Geschlecht. Da habe ich ja schon mal angeschnitten, weil es weiblich ist, wird es frostiert hier. Und jetzt werde ich jetzt zu Flunter. So, hier haben wir noch einen Friseur. Und dann schnappe ich mir noch die Haare eben schnell. 3000 für die Haare? Was ist das für ein Buch? So, schon mal ein schönes. Oh. Die müssen wir sowieso noch mal irgendwie. Obwohl, das können wir auch in dieser Folge machen, nicht schnell, oder? Ja, das machen wir in dieser Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge die Arena. Also, wenn wir da in der Arena reinzukutschen, wieder so eine 35, 38 Minuten Folge zu haben, das ist dann immer zu langweilig dann. So. Katomat. Ich möchte den Katomat machen. Ligakarte aktualisieren. Nein. Neue Ligakarte erstellen möchte ich. So. Genau. Das war der Plan an der Sache. Was haben wir denn Schönes hier? Ich habe die. Die möchte ich hier nicht unbedingt auf meinem Hintergrund als Hintergrund haben. Was haben wir hier? Galamine? Hier klickt die Klack. Was? Ich guck gerade. Findet ihr das cool? Das Bild nehmen wir dann mal mit. Effekt. Ja, die Flops sieht gut aus. Rahmen. So, weiter. Gesichtsausdruck ändern. Ist oder so. Okay, nehmen wir die mit. Und die Pose ändern. Ja, die sieht cool aus. Gut, dann haben wir das halt. Die holographischen Punkte und dann ist die Karte fertig. So, perfekt.
Perfekt, dann war das auch erledigt und dann. Ja, liebe Leute, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Mit der Erkundung der Stadt, oder ist hier unten noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ein Item vor allen Dingen übersehen. Okay. Hey, Schieber. Wenn der Träger von einer Eisattacke getroffen, steigert sein Angriff und das Item verschwindet. Okay. Ja, könnte man vielleicht die nächste Arena einsetzen. Ist ja eine Eisarena. Wobei, Eisarena. Das heißt, ich nehme mein Inferno-Pot mit nach vorne. Weil ein Feuer-Pokémon, ich muss mich noch halten kurz und dann geht's bis Folgenende. Machen wir heute mal wieder etwas kürzere Folgen. Hat auch so ein bisschen seine Gründe, warum. So, nehmen wir das mal mit. Geheilt. Genau, die nächste Arena, wie gesagt, wird die Eisarena sein. Vom Prinzip her das gleiche wie beim Gestein in Pokémon Schild. Aber doch irgendwie etwas anders aufgebaut. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Arena hier in Pokémon Schwert. Bis dann, tschüss.